Tut mir wirklich leid, Leute. Das ist ein, es ist tatsächlich ein OBS-Bug mit dem Fenster. Aber egal. J-Cam kassiert hier ordentlich Damage. Solange es nur eine Runde ist und nicht 10, ist es okay. Tut mir natürlich leid, dass ihr hier die Pistol Round jetzt nur hören und nicht sehen konntet. So, JKS noch auf dem Spot, der hat noch J-Cam dabei. Es gab diesen ersten Frag gegen Aircast. Und Greyhound wartet da immer noch zu dritt. Sie versuchen hier, glaube ich, viel abzulenken. Ezza sammelt da Infos. Da kommt die Flash, er nimmt sich die Zeit, um dann abzusmoken. Und Lies ist jetzt trotzdem Richtung A rotiert, also auf dem B-Spot warten dann immer noch die beiden Spieler oben. JKS hat eine Position gefunden, an der er nicht brennt. Keine Smoke vorhanden, um das zu löschen. J-Cam überrannt worden. Und da hat, da hat JKS dann keine Chance. Lies versucht jetzt den Gegner dann noch in der Ecke festzuhalten. Die Bombe wird aber standardmäßig auf dem Mouseplant gelegt. Lies mit dem einen Kill hier. Die Flash hat an sich ganz gut gepasst, nur hat Lies verpasst, die auszunutzen. Er bleibt noch oben in der Deckung und jetzt kommen sie da natürlich nicht hinterher. Also den Force-Buy müssen die Renegades jetzt tatsächlich aufgeben. So, und Lies. Er will noch einen Exit-Frag. Da war noch ein Treffer, aber da wird Dick Stacy weit genug wegkommen. Das wird das 2:0 für Greyhound Gaming sein. Und damit müssen die Renegades auch zu der Deagle und der 5-7 und jetzt auch dieser Scout eben eine Sparrunde einlegen. Da bekommt, glaube ich, Greatest Faction direkt die Scout. Da ist der Shot von J-Cam auf Aircast. Aber mehr war dann nicht wirklich drin, außer noch ein weiterer Kill. Aber zwei Frags in einem Force-Buy kann man mit leben. Man will in einem Force-Buy natürlich die Runde gewinnen. Sehr kompaktes Spiel von Greyhound Gaming. Eben kompakt auf A in der Pistol, jetzt kompakt Richtung B vorgegangen. Und auch das sieht wieder sehr kompakt aus. Diesmal allerdings mit einem Spieler, der geboostet wird. Support Flash Richtung Main schon mal vorbereitet, aber der Molly wird Ezzas Timing so ein bisschen delayen. So, und dann gehen auch noch die Tür auf. Also Ezzas Bewegungsspielraum durch den Türspieler eingeschränkt. Dick Stacy wurde gespottet. Oh, die Team Flash. Nicht so schön, aber Dick Stacy veraimt. Die 5-7 macht viel Schaden, aber keinen Kill. Auch J-Cam war schnell dabei. Wird von Dexter dann geholt. Die Bombe wird gelegt. Sehr safe in der Ecke, aber das sollte auch reichen für Greyhound Gaming, die hier eine 5-gegen-3 Situation runterspielen müssen. Greatest Faction hat damit der Scout nochmal einen Kill gemacht. Wenn Dexter da noch reinläuft, könnte es noch einen zweiten geben. Ansonsten sind die Headshots natürlich sehr gefährlich und das könnte doch der Frag gegen Dexter sein. 10 HP noch, er hat tatsächlich einen Hit kassiert und hat es überlebt. Und da macht er sogar noch den Frag gegen Greatest Faction. Ich denke, dass er die MAC-10 vielleicht sogar nächste Runde noch spielen wird. Vielleicht upgradet er auf die AK. Es ist das 3:0 für Greyhound Gaming. Und jetzt können die Renegades zum ersten Mal richtig kaufen. Was haben wir? Keine AUG. Die M4A4 ist viermal dabei. Und die AWP bei Greatest Faction. Utility sieht auf beiden Seiten gut aus. Ist auch eine schöne Anzeige, die die ESL da eingebaut hat. Dieses Utility-Level. Eine starke Sache. Und immer wieder wird dieses hat ja auch verbessert. Aber kümmern wir uns lieber um den Aufbau. Der ist nämlich sehr interessant. Drei Leute in der Tür, zwei vor B. Ich rieche so ein bisschen den zweite Welle-Go. Jetzt an, also sie starten jetzt aber schon den Go auf den B-Spot. Der scheint gut besprochen. Viele Gegengranaten. Die Flashes passen gut. Und sie bekommen sogar den ersten Frag. Jetzt geht's auf A, aber schon ab. Lies hat die Bombe gespottet. Wird hier hinten rausgemollied. Ein AP, er geht down. Aber jetzt ist natürlich der Spieler auf dem Spot gefangen. Das ist Malta. Er muss da erstmal absmoken. Greatest Faction könnte jetzt die Main übernehmen. Die Bombe ist nicht wirklich offengelegt für die Main. Da gibt's eine Position, um noch zu diffusen, ohne dass der Main-Spieler was sehen kann. Mit der Flash auch ein guter Positionswechsel von Sterling. Malta spielt das ein bisschen offener. Sie brauchen jetzt einen Frag. Da gab es die Hits gegen Kurz. Sterling bleibt hier
Passiv lässt sie durchlaufen. Wie gesagt, er muss dann zur Bombe. Sie können da direkt ansetzen. Ihr seht, wie viel Deckung J-Cam da hat. Und er wird einfach durchdrücken. Ist ihm egal. Oh, da ist Candy Fuse Kit dabei. Und beinahe hätte Sterling das noch gewonnen. Aber ich glaube, das reicht auch ohne Kit. Wobei, das wird ziemlich eng. Das wird richtig eng. Und das reicht nicht. Oh, das reicht nicht. Die Runde geht an Greyhound Gaming. 4:0. Weil sie den Spieler ohne Kit diffusen lassen. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt eins dabei hatten. Wie bitter ist es, ein 3 gegen 1 auf diese Art und Weise zu verlieren. Das tut richtig, richtig weh als Renegades-Fan. Und die Greyhound-Fans, die wird's natürlich freuen, dass das noch durchging. Teuer war die Runde, aber allemal für beide Seiten. Greyhound Gaming kann das deutlich besser kompensieren. Auf Seiten der Renegades steht eine Eco an. Und die wird mit 4 Deagles, nee, mit 3 Deagles, einer 5-7 und einer P250 gespielt. Viele Flashes dabei. Da könnte man ein paar Moves spielen, aber die Renegades stehen sehr verteilt. Tick Stacy. Schon mal Richtung Whitebox vor, Mittekontrolle für Greyhound Gaming da, ohne dass sie einen Kill bekommen. So, und dann die Smokes am Connector ein bisschen gewastet. Ezra schließt währenddessen den A-Spot schon mal aus. Ich wundere mich ein bisschen, dass sie den B-Spot dann fast schon aufgeben. Redisfaction hier auch noch mit einem Shot. Und da kann Ezra dann übernehmen. Der kommt auch noch an die AK. Die Bombe liegt hier in der Main. Das heißt, auch der B-Spieler könnte jetzt schon mal durchpushen. Ezra hat auch das wieder richtig gut gemoved. So wie er sich da zurückgezogen hat in die Deckung. Und es sieht so aus, als könnte die erste Runde für die Renegades über eine Eco kommen. Aber in dem Moment, wo ich sage, gibt es 2 Kills für Greyhound. Da geht aber auch Dick Stacy in der Mitte down. Jetzt ist Malta alleine. Flasht sich da nochmal so rein, dass er den Frag gegen Lies hätte machen können. Aber Lies will wieder nur auf die Info. Und dann kommt Gratisfaction nochmal aus der Main. Die erste Runde für die Renegades kommt aus einer Deagle 5-7 Eco heraus. Greyhound Gaming wird das natürlich fuchsen. Erst die Waffenrunde vorher so knapp gewonnen. Dann fast ihre komplette Reserve ausgegeben. Gegen eine Eco verlieren sie dann sogar die komplette Runde und alle Waffen. Und jetzt können sie nochmal kaufen. Aber natürlich haben sich die Renegades hier in den letzten Runden im kleinen Rausch gespielt. Und vielleicht können sie den ja auch verwandeln zu mehr Runden. J-Cam offensiv in der Mitte. Hat den Support von 2 Spielern. Das ist nur eine Solo-B-Deckung, obwohl Greyhound keinen schlechten B-Go hat. Aber der Spray von JKS war krass getimed. Dexter down, Dick Stacy auf 15 AP und dann geht auch noch der Schacht auf. Das könnte von einem Mittelspieler passiert sein. Und hier steht ja noch Gratis Faction mit der AWP am Spot. Also immer wieder diese Doppel-B-Deckung von den Renegades. Da hat Jacob den Mittelspieler geholt. Man hätte jetzt vielleicht noch die Möglichkeit, einen Schachtboost zu spielen, aber da geht auch Malta schon down. Das heißt, auch die Möglichkeit ist nicht mehr da. JKS zieht nochmal rum. Bis jetzt haben die Renegades in dieser Runde noch keinen einzigen HP verloren. Mal schauen, ob Sterling mit der AWP daran noch was ändern kann. Er zieht hier schon mal Richtung B vor. Die Bombe war noch nicht bekannt. Und da kommt noch die Support-Flash. Körbchenrunde für die Renegades, die hier wirklich das Ganze perfekt ausgespielt haben. Den Mitte-Fokus nicht verlieren. Viel Damage durch die Smoke machen. Bisschen Glück ist natürlich dabei. Aber insgesamt haben sich die Renegades diese Runde schon verdient. Und das ist wirklich starkes Aiming von den Renegades. 4:2. Und jetzt die erste Eco für Greyhound. Und sie spielen eine Full-Glock-Eco. Wollten, glaube ich, erst Richtung Main oder boosten. Der Molly kam ein bisschen später. So, und wird Greatest Faction da mal reinzielen. Einen hat er gesehen, nur der Anschluss auf die Kante. Und geile Reaktion von ihm. Er will da nicht nochmal rum oder so. Klar, hier nochmal ein Re-Peak. Schöner Deagle-Treffer auf Dexter. Ezra und Lies helfen mit. Und er riskiert da vielleicht ein bisschen zu viel in der letzten Aktion. Aber gerade das Zurückziehen von der Whitebox hat mir gut gefallen. Die AWP wird man mitnehmen können bei den Renegades. Wäre gut, wenn JKS das macht, damit sie die AKs behalten können. Und ich glaube, das ist auch möglich. Nein, okay, sie nehmen eine M4 mit. Droppen dafür eine AK, um die AWP mitnehmen zu können. 3:4, die Anschlussrunde für die Renegades. Man kann wieder kaufen bei den Jungs von Greyhound. Und auf der anderen Seite sehen wir da schon eine
ziemlich gute Geldreserve bei den Renegades. Also die haben definitiv die Money Control. So, dann guten Appetit an den Jiglitsch. Spaghetti Bolo. Njam, njam, njam. Dick Stacy. Und zwei seiner Mates oder einer? Vielleicht haben sie einen geboostet. Nein, das waren tatsächlich zwei Mates, die da mit waren. In der Main. Man achtet hier auch auf den Gegenboost. Hatte B-Kontrolle. Über die Mitte könnten die Renegades auch schon reingepusht sein. Also Greyhound hat hier sehr bewusst viel Map-Control aufgegeben. Und es wird wieder ein A-Execute. Diesmal stehen die Renegades aber so gut an A, dass sie das deutlich besser blocken können als in der Pistol Round. Das liegt nicht nur an mehr Utility, sondern auch ihre ganze Rotation hat sich gerade Richtung A bewegt. Jacob. Gemollied. Oh, der Bank von Dick Stacy. Nee, es war der Bank von Ezra auf Malta passt. Jacob macht hier zwei an der Smoke-Kante. Da kam die Cross-Smoke nicht richtig an. Jacob mit dem dritten, bevor sein Teammate down geht. Sehr schönes Spray-Control von Dexter. Und jetzt haben wir das 15 AP, 1 on 2. Er smoked erstmal den Gabelstapler ab. Aber bevor die Smoke aufgeht, zieht er schon rum. Und es ging nicht mal darum, dass die Smoke aufgeht, okay? Da sitzt keiner. Ich denke, da wird gerade nicht gespielt. Hier wird gespielt. Da sind die Renegades. Die Smoke war als Fake-Flash gedacht. Damit die AWP sich wirklich wegdreht, wenn er rumzieht. Aber da ist Greatest Faction nicht drauf reingefallen. Jacob und Co. handeln das wirklich gut. Gerade von Jacob war das stark gemacht an der Smoke-Kante. 4 zu 4. Die Renegades am Drücker gleichen das Spiel erstmal aus. Jetzt kommt die nächste Eco. Support Flash für Lias war angedacht. Er macht erstmal den Info-Jump. Wenn dann jemand gekommen wäre, hätte man wahrscheinlich die Flash reingeworfen. Auch ein schöner Move. Und hier haben wir eine gut getimte Nate. Na, Aircast hat da wirklich drauf gewartet, dass im Greatest Faction reinsteppt. Das passiert natürlich nicht. JKS hat währenddessen an B noch einen Kill gemacht. Sofort ist der Support-Spieler da, um ihn zu unterstützen, falls daraus eben direkt ein Go kommt. Und Malta hier an der Tür. Jetzt auch bekannt, hat zumindest ein bisschen Schaden gegen Ezra verteilen können, aber das ist nur ein schwacher Trost, wenn wir dem Fakt gegenüberstellen, dass die Greyhound Gaming Spieler einfach zwei Leute weniger auf dem Feld gerade haben. Ah, das Spray auch von JKS, das war leider nichts. Greatest Faction versucht's hier mit dem Bang, Bombe down. Jetzt kann es natürlich die Rotation geben. Sterling hat sich da erstmal die AK geschnappt, aber die hat nur noch drei Schuss. Und ihr seht, dass er da weiß, dass er nicht nachladen darf. Wartet lange mit den drei Schuss. Der Schacht nochmal aufgegangen. Die Bombe immer noch bekannt an der Position. Es gab ein kleines Zeitfenster, in dem Greyhound Gaming hätte zurücklaufen können. Aber Greatest Faction zieht jetzt nur noch den Ausgang ab, weil JCam die anderen Positionen hatten. Jetzt soll es einen Run-Boost geben. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert unter dem Ding durch. Sie haben ihn rübergebracht. Die Bombe ist da, aber dann zieht Greatest Faction nochmal rum. Gut gecallt und Sterling rechnet nicht mit JCam, der noch ein bisschen näher rangeschoben ist. 5 zu 4, die Führung für die Renegades. Greyhound hat hier keine schlechte Eco gespielt. Aber ich glaube, da haben auch wieder drei Spieler überlebt. Und das ist dann, reicht dann natürlich nicht, um aus so einer Eco direkt eine Runde zu machen. Ja, da haben wir nochmal den Shot von Malta in der Mitte. Und ja, die Jungs von Greyhound nehmen ein Timeout. Sind auch hier im Bild. Da sind keine Hawaii-Hemden zu sehen. Schwarze Shirts mit Greyhound-Logo, mehr nicht. Und bei den Renegades sieht das natürlich alles ein bisschen stylischer aus. So kennt man sie, die Renegades. Was kann Greyhound tun? Sie spielen mit relativ wenig Mittelkontrolle. Die Renegades spielen mit einer guten Rotation, vielleicht sogar mit einer zu frühen Rotation. Ich denke, dass für Greyhound Gaming die Möglichkeit für Fake Plays da ist. Gerade ihr B-Go hat mir eigentlich gut gefallen. Da haben sie die SMGs immer gut in Szene gesetzt. Darauf könnte man eigentlich aufbauen. Das Ganze gepaart mit einem Fake, den man vorher an B spielt, an A spielt. So, Greatest Faction.
An den Sandsäcken. 4 Molotovs am Start bei Greyhound. Die Smoke zum Kon- da muss jetzt eigentlich... Eigentlich müsste der Molly noch kommen. Die Position wird nicht mehr so häufig gespielt. Und Greatest Faction verschießt. Deswegen fliegt der Molly hin. Er muss in den Off-Angle, verschießt den zweiten. Und da geht auch Ezza in der Mitte down. Jakim ist aber die Mitte reingekommen. Richtig starker Winkel, aber Malta hat damit gerechnet, dass Jakim da weiter durchpusht. Immer noch ein bisschen Chaos. Jetzt geht auch Lias in der Mitte down. Schiebt erstmal zur Whitebox, um den Winkel spitz zu machen, falls Dick Stacy da weiter vorpusht. Aber der bleibt noch hinten stehen. 2-on-3, während JKS hier an B ausschließt. Dadurch lässt er Lias natürlich lange alleine. Oh, und Dick Stacy da noch durch die Smoke. Der Shot, den Shot auf Lias gesetzt. Eigentlich wollte Lias da den Headshot bringen. Welchen Laufweg wählt JKS jetzt? Der Spot natürlich komplett offen. Delta wird nochmal gecheckt. Aber sie sind sich da schon ziemlich sicher, dass JKS wahrscheinlich ein B-Spieler war und gerade nicht auf dem Spot sitzt. Entscheidet sich hier nicht für den Flank über die Main, sondern geht über die Mitte Richtung kurz. Hat auch hier kein schlechtes Timing, wird aber abgesmoked. Ist nicht gesehen worden, wenn ich es jetzt richtig erkannt habe. Kleine Lücke in der Smoke. Ich denke, dass JKS hier die Smoke noch abwarten wird. Er hat einen Molly, er hat einen Diffuse-Kit. Die Bombe ist allerdings sehr offen gelegt. Das heißt, er hat keine Möglichkeit, mit dem Molly richtig Richtung Main zu arbeiten, wenn er undiffused. Ist immer noch nicht gesehen worden. Und das ist jetzt hier mehr auf den Exit-Frag gespielt, aber Dexter, der mit dem Frag, und da kam nämlich, glaube ich, noch Malta oder so über die Mitte, das heißt, sie haben ihn gesandwiched. Keine Chance für JKS da was zu machen. Hier der Move von JKM. Hätte JKM die Mitte-Kontrolle länger halten können, hätte ihn der B-Pusher supporten können. Aber hätte Fahrradkette. So ist es nicht passiert, er geht schnell down und Greyhound bannt dieses Chaos eben sofort. So, nochmal können die Renegades kaufen. Greyhound hat gezeigt, dass das mit dem Timeout funktionieren kann. Greatest Faction. Richtig fieser Winkel gegen Sterling. Das heißt, jetzt ist auch der Peak für Aircast gefährlich, falls sich die AWP eben nicht zurückgezogen hat. Ist die Frage, ob Malta das callen konnte. Dick Stacy Mitte raus, direkt mal an den Schacht. Auch hier ein gutes Zeitfenster genutzt, aber Lies hat es auf dem Schirm, dass das eben da war. Und Ezza wird jetzt hier mit dem Smokeplay sogar noch in die Main reingehen. 15 Sekunden, in denen er hoffen kann. Aber das ist auch nicht wirklich eine Info, die er jetzt gerade bekommen hat. Und da gibt's halt wieder ein Bait-Setup. JKS mit einem Off-Angle. Wird allerdings direkt geholt. Und dann muss JKM eingreifen. Schöner zweiter Frag von JKM. Macht seinen Fehler aus der Runde eben wieder gut. Ganz vorsichtig gepiekt. Noch mit dem Frag dabei gewesen. Dick Stacy schießt Greatest Faction auf 20. Malta hat nur noch 8. Und der rotiert gerade mit der Bombe über die Mitte Richtung A. LOL. Wäre krass gewesen, wenn der auf Malta ankommt. Aber der Winkel von Ezza dann auch wieder zu gut. Auch hier klug rotiert und klug gespielt von den Renegades. Dick Stacy kommt nochmal zum Plant, aber er hat nur noch 12 HP gegen 2 Spieler. Und da ist keine AWP dabei. Er ist gesehen worden, wie er auf den Spot läuft. Er ist gesehen worden, wie er Richtung Main crossed. Und jetzt hat er eigentlich den Doppelpeak schon vorbereitet. Schöner Shot noch auf Greatest Faction, aber es reicht nicht. Und da das Diffuse-Kit vorhanden ist, nimmt Lies sich hier erst die AWP mit und geht dann zum Diffuse. Die Führung für die Renegades. Und das ist der Reset für Greyhound Gaming. Sie kriegen den Bombenplant nochmal mit rein. Nochmal ein bisschen extra Kohle, aber reicht das, um ordentlich kaufen zu können. Der Bombenplant könnte die Doppel-Eco verhindern. So, und hier wollte Ezza vielleicht zu viel. So, Lies. Richtung Main unterwegs. Positioniert sich erstmal am Delta. Solo Mitte Deckung 2A, 2B. Sie erwarten eventuell wieder den direkten Spot-Hit von Greyhound Gaming. Das spielt Greyhound eventuell lieber als über Mitte-Kontrolle in das situative Spiel reinzugehen. So, die Tür offen. Schöner Fixpunkt für die Main Smoke.
So, die Flash noch hinterher. Coole Kombination auf jeden Fall von Ezza. Und der Molly zur Tür passt auch noch. Da kriegt Malta sogar noch ein bisschen Schaden. Eine Minute noch. Greyhound Gaming wird auf den Spot-Hit gehen. Sie haben zumindest Utility rausgezogen. Lies steht hier sehr passiv. Wird sein Mate nicht supporten, aber Greatest Faction ist dabei. Warum ist da keine Cross-Smoke? Guter Klick von Erkas. Er macht noch einen zweiten. Lies hier hinten im Delta. Bekannte geht immer auf den Long-Distance-Spray, anstatt um den Spot zu fighten und noch mehr Zeit rauszuholen. Jakem muss den Molly abwarten. In der Zeit hätte man legen können. Der Molly fliegt auf den Standard-Plant. Jetzt erst kommt der Plant. Und er ist wieder sehr offen. Wird die Smoke da abgezielt? Jakem geht erstmal nur vorbei. Da wird ein bisschen für Jakem gebaitet. Timing ist da. Er muss sich natürlich an die Deckung stellen. Jetzt ist der Main-Spieler down. Aber die Smoke ist gerade weggegangen, als JK es vorwollte. Und Aircast macht hier einfach mal ein 4K, um Greyhound Gaming zur sechsten Runde zu bringen. Und das hat die Renegades jetzt sehr viel Geld gekostet. Es könnte die nächste Eco werden. Es ist gerade ein Hin und Her. Und da leidet die CT-Seite natürlich deutlich heftiger als die T-Seite. So, der Coach der Renegades gibt nochmal Input. Sieht aus, als wäre es für ihn ganz klar, was zu machen ist. Die Renegades nehmen jetzt das Timeout. Die müssen sich jetzt nochmal sortieren, nochmal sammeln. Und da ist sie, die angesprochene Eco. Greyhound Gaming dürfte also weiter davonziehen. Es ist der Map-Pick der Renegades. Jakem wird wahrscheinlich jetzt die Tür gleich reingeflasht, aber da wartet Malta sehr passiv. Wieder kurz an B angeklingelt, dann über die Mitte zurückgegangen bei Greyhound Gaming. Da haben sie Dexter jetzt stehen, also es wird wieder der A-Hit. Und wahrscheinlich wird Greatest Faction diesmal eben keinen Frag machen können, wenn sie auf den Spot laufen, weil einerseits die Cross-Smoke kommen wird und andererseits er keine AWP in der Hand hat, sondern nur eine USP. So, Malta. Ja, mit der Nate. Kann den Spieler jetzt am Gabelstapler ansagen. Natürlich eine nervige Position. Auch der Spotspieler verrät sich mit den Schüssen durch die Tür. Nochmal ein Molly. Mit den zweiten Granaten ist eigentlich ziemlich klar, was passiert. Jakem muss aus der Deckung raus. Der Flick will nicht. Und Ezza kann zwar Malta holen, aber der Spot ist unter Kontrolle. Greyhound wird wahrscheinlich in Führung gehen. Sie warten hier sogar lange ab, weil die Smoke noch für zu viel Chaos sorgt. Gabelstapler ist jetzt aber gecheckt. Jetzt kann man wirklich sicher legen. Man hat den beiden Renegade-Spielern, die noch leben, natürlich ein Zeitfenster gegeben, näher an den Spot zu kommen, weil man so lange mit dem Plant gewartet hat. Aber sicher ist sicher. Und sie verlieren auch keinen weiteren Spieler. 7:6. Jetzt haben wir noch zwei Runden in dieser ersten Halbzeit. Und Greyhound hat sich die Kontrolle über diese Partie wieder zurückerkämpft. Aber vielleicht kommt ja auch eine direkte Antwort von den Renegades. Die hatten ja eben ihr Timeout. Jetzt kommt das, was in dem Timeout besprochen wurde. Wir sehen die AWP bei Greatest Faction. Auf der anderen Seite immer noch die 5 AKs. Es wird erstmal die Boost Smoke geworfen. Die kam vorher noch nicht. Das heißt, sie wollen auf jeden Fall boosten. Zwei Leute, der Molly ist aber nicht komplett gelöscht worden. Jakem verbrennt die Stacy, währenddessen geht Greatest Faction und B down. Da steht noch JKS. Also der Plan von Greyhound ging nicht ganz auf, weil die Smoke den Molly nicht komplett gelöscht hat. Das ist natürlich super bitter für Dick Stacy. Aber zumindest bekommen sie ein Opening an B und für Dexter direkt die Schachtgangkontrolle. Die ist natürlich auch nicht verkehrt für die T-Seite. Und jetzt der B-Hit eben mit dem Split aus dem Schachtgang. Der Molly kommt unten hinter die Box. Jakem passt wieder in der Mitte auf. Das zweite Mal, dass er aus dem Winkel so einen Kill machen kann. Nicht gut gespielt von Aircast. Dann, oh, hier noch eine gute Flash. Oh, JKS fliegt da gerade noch so in die richtige Richtung.
Und sie schaffen es, die siebte Runde für die Renegades kommt mit 4 Überlebenden. Und ich will nicht mehr behaupten, dass das unbedingt Glück in der Mitte war mit dem Molotov. Vielleicht wissen sie, wie die Jungs von Greyhound diesen Molly, diese Smoke eben werfen, welchen Molly sie werfen müssen, damit der Molly nicht gelöscht wird. Das sollte wahrscheinlich sogar eher ein schneller B-Split werden, der durch diesen Fail-Molly eben unterbunden wurde. Ich sag heute die ganze Zeit eben, es tut mir so leid, Leute. So, er hat auch gespottet, dass da jemand in der Main ist. Sofort die Flash. Kam ein bisschen kurz. Auch nochmal eine Buy-Round für Greyhound. Nur Dick Stacy hat da keine Rifle, nur die Tech-9. Aber was heißt nur die Tech-9? Auch das ist eine starke Waffe. So, Malta kassiert. Der Spieler oben dürfte gespottet worden sein. Da steht noch einer hinten im Delta. Dick Stacy down, die Bombe down. J-Cam hilft noch mit. Ein Spieler ist noch übrig, das ist Sterling. Und tatsächlich hat sich Dreadis Faction dann noch von der Flash wegdrehen können. Also 8:7 zur Halbzeit für die Renegades. Wie es hier in der zweiten Halbzeit weitergeht bei diesem spannenden Spiel, erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause. Werbung vorbei und wir machen weiter mit Halbzeit Nummer 2 zwischen den Renegades und Greyhound Gaming. Hitschinski hier immer noch für euch am Start beim Asia Minor, dem Weg zum IEM Katowice Major 2019. Wir sind im Winner Bracket Finale. Wer dieses Best of 3 gewinnt, der steht in den Playoffs dieses Minors und ist dann nicht mehr weit vom Major entfernt. Das ist die erste Map, der Map-Pick der Renegades. Hier geht's direkt die Mitte vor von Greyhound. In der zweiten Halbzeit nach zu 7, das sehr ausgeglichen war in dieser ersten Hälfte. Ich bin gespannt, wie das hier in der zweiten aussieht. Erster Frag für J-Cam, für Ezza, auch JKS mit einem Kill Richtung B. Also Greyhound wird hier gerade sehr einzeln zerlegt. Die Steps Richtung A werden allerdings gehört. Das heißt, der B-Spieler kann schon mal rotieren. Da geht allerdings auch Dexter down und so kommt natürlich ein Spieler von den Renegades an, USP. Guter Move hier von Dick Stacy, da muss es jetzt aber knipsen. Und zwar mehr als einen und das kriegt er nicht hin. Oh doch, er hat noch einen zweiten bekommen, entschuldigt. Sterling schnappt sich Ezza. Nee, das war der zweite, nicht von Dick Stacy. Holy moly, was gerade los? Die Bombe ist jetzt gelegt worden, ist safe gelegt worden, damit nicht offen. Sterlings Position ist bekannt. Läuft an der Wand entlang. Muss jetzt natürlich ein gutes Zeitfenster erwischen, um hier reinzukommen.
Immer wieder die Shoulder Peaks und auch der Blick zurück. Ja, und da erwischt ihn Lias. 9-7. Die Pistol Round geht an die Renegades und damit könnten sie theoretisch ihre Führung noch weiter ausbauen. Das sind jetzt 2 Runden und es könnten mindestens 3, wenn nicht sogar 4 werden. Das kommt darauf an, ob Greyhound Gaming einen Force Buy spielt. So, wir sehen keinen Force Buy, wir sehen die Eco bei Greyhound. Sehen nur 2 SMGs bei den Renegades, bei JCAM und Gradus Faction, UMP und MAC-10. Ein mittellastiger Aufbau der Renegades, während sich Greyhound zu dritt auf A und zu zweit auf B gesetzt hat. Ich glaube zu zweit auf B. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Erstmal die Kurzflash. Das Gute an dem Move ist, dass man den Fokus der CTs natürlich Richtung Spot lenkt. Richtung Kurz lenkt auch in dem Moment, sodass Räume an A entstehen können. Das nutzt man hier aber nur als Finte bei bei den Renegades. Man ist da schon mit der Bombe bereit, den Schacht runter zu droppen. So, und JCAM lässt sich das da nicht nehmen. Der fightet auf jeden Fall locker weiter, hat nur ein paar Hits abbekommen. Jetzt geht's auf B. Gut Damage da gegen JKS. Und JCAM liegt los, Triple Kill für ihn an A. So ist die UMP down. Aber das war es im Endeffekt wert. Für das Geld, das er da bekommen hat. Und jetzt muss Lias aufpassen, duckt sich da nochmal weg und geht sogar aus dem Schacht raus, bevor der Gegner da wirklich in den Close Distance Fight kommen kann. Vor allem, weil da auch eine UMP liegt. Vielleicht kann Malta ja noch Damage machen, noch mehr Geld einsammeln. Gradus Faction schaut in die falsche Richtung. Trotzdem der Frag für ihn. Das heißt, kein extra Geld für Malta. Durch einen eventuellen UMP-Frag. Sterling hofft jetzt wahrscheinlich, den Schacht runter droppen zu können, kurz bevor die Bombe explodiert. Überrascht den Gegner, kommt an der AK, 38 HP, aber wird hier abgefangen von JKS. Sehr gut aufgepasst, das war wichtig, dass man Greyhound da nicht die AK mitnehmen lässt. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt für Greyhound Gaming die erste Waffenrunde. Die Renegades nehmen eine taktische Pause. Das ist interessant, weil wir in der ersten Waffenrunde dieser zweiten Halbzeit sind. Wirklich viel interpretieren konnte man da jetzt noch nicht. Vielleicht geht es nochmal so ein bisschen darum, den Fokus zu lenken. Dass der Coach nochmal genau sagen kann, achtet darauf, dass sie gerne Main-Kontrolle spielen. Einfach nur als Beispiel. Ich habe keine Ahnung, ob das häufig kommt. Um die Mitte dreht sich auf Cash natürlich auch immer viel. Was gut funktionieren kann gegen diese erste Waffenrunde der CTs, weil sie meistens nicht so stark equipped ist, ist auch ein B-Go. Denn da fehlen auch häufig die Mollys, um richtig zu blocken. Aber es sind sehr viele Flashes dabei. 5 Smokes, 9 Flashes, 1 HE. Ja, Damage Nades nicht so viele dabei, aber dafür kann man sich extrem gut supporten mit den ganzen Doppelflashes, die die Spieler dabei sich tragen. Und auch die AWP hat Sterling im Gepäck. Hier gab es aber erstmal die Nade auf Dexter. Das war die Doppel-Nade zur Whitebox. Cross Smoke an B. Und Dexter will hier anscheinend gleich die Tür rein. Aber bisher noch nichts passiert, außer dieser Nade-Damage gegen Dexter. Die Mitte ist fast komplett offen. Im Schacht steht Erkas drin. Jetzt wird der Türbereich hier vorne eingenommen. Die Tür ist offen. Gradus Faction zieht sich jetzt aber aus der Tür wieder zurück. Und ich glaube, jetzt gibt es einen Boost. 2 Spieler nach oben. Die Bombe bleibt noch unten, wird sich wahrscheinlich Richtung B orientieren. Sonst hätte man den Türraum nicht aufgegeben. Sie bleiben da noch sitzen. Es geht um verzögerte Mittekontrolle. Erkas ist dann nicht gespottet worden. Der Schacht auf der Seite allerdings schon offen. Da wirft man dann zur Sicherheit mal einen Molly rein. Erkas will hier oben sitzen bleiben. Nein, er geht runter. Die Entscheidung, den Molly zu löschen, hat ziemlich lang gedauert. Und Ezra, was wollte ich jetzt sagen, wollte da kurz durch. Da war eine Lücke in der Smoke, so wie es aussah. Sterling mit dem Shot. Und da ist noch einer, aber den hat er nicht getroffen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe da nichts gesehen durch die Smoke. Und Sterling hatte anscheinend auch nur so einen Schatten, den er spotten kann. Jetzt die Smoke hier vorne hin. Kleine Lücke. Schöner Shot von Dexter hinterher. Sterling hat inzwischen Greatest Faction bekommen. Geht in den Close Fight. No Scope passt. Und jetzt nur noch JKS gegen 4.
12 Sekunden, er muss schnell zum Spot, aber auch da ist Sterling unbesiegbar. Schöner 4K von Sterling, der vor allem den Druck von Kurz nimmt, sodass sich seine Teammates gut auf den Spot, auf die Main und die Tür konzentrieren können. Und selbst da hilft Sterling ja noch perfekt aus. So, die Renegades spielen eine Eco. Kein Geld, um direkt nachkaufen zu können. Es war auch eine Runde, in der Greyhound viele Waffen durchbringen konnte. B-Aufbau der Renegades. Sie haben Utility dabei. Ich denke, dass Greatest Faction das Fenster aufschießen wird. CT Smoke. Flash hinterher und dann den Molly auf den Spot. Mal gucken, welche Reihenfolge er da nimmt. Jetzt die Flash. Und den Molly lässt er noch drin, aber Erkast hat eine gute Position. Dick Stacy macht da zwei. Er geht down. Die Bombe droppt durch den Shot von Erkast. Lies kommt an die AK. Was ein Timing! Da hat Malta die Position nicht richtig eingeschätzt. Kann Lies hieraus noch mehr Schaden machen? Greyhound, schon zwei Spieler down. Ein dritter würde dem Geld natürlich extrem wehtun. Die Smoke fadet jetzt gerade, er hatte eine kleine Lücke, er wartet jetzt auf den CD-Base-Spieler, die Bombe liegt aber und ist für Greyhound Gaming an der Position auch bekannt, sonst würden sie wahrscheinlich ein bisschen aktiver Richtung Spot arbeiten, weil sie auch dann auf den Plant warten könnten. Nice. Einmal gecrossed, ohne gesehen zu werden, aber das ist ein schönes Kreuzfeuer, ein Spieler auf der Box, das heißt ungesehen kommt er nicht in die CD-Base rein. Und gleich bekommt er von der Seite die Hits. Genau, das war Dexter. Sehr schönes Dreimann-Setup da von Greyhound Gaming. Super schön die Winkel gehalten, ohne einen aggressiven Winkel einzunehmen. Einzige Möglichkeit, die ich da gerade gesehen hätte, wäre, dass man die Rampe runterläuft und versucht, den Spieler auf der Box zu holen. Aber die Position muss man natürlich auch erstmal wissen. Timeout, Greyhound Gaming. Nein, das war falsch. Timeout Renegades. Macht meiner Meinung nach auch mehr Sinn, weil für Greyhound läuft es gar nicht so schlecht. Anschlussrunde ist da. Aber auch bei den Renegades noch keine langen Gesichter. Ich denke, dass da immer noch Hoffnung besteht, dass man da zurückschlagen kann. Man ist ja noch in Führung. Man hat wieder Geld. Das eben war eine Eco. Und die Renegades bauen diesmal Richtung A auf. Irgendeine Smoke kam da anscheinend nicht an. Sollte wahrscheinlich eine Boost-Smoke werden. Jetzt gibt dieses Smoke dem Gegner vielleicht sogar noch eine Möglichkeit zu backstabben. Dexter hier ohne Treffer, sehr schneller Go hier von den Renegades. Allerdings fehlt die Cross-Smoke, die sollte eben nicht ankündigen, dass sie so schnell rausgehen. Deswegen war der Spieler am Gabelstapler auch überrascht. Molly nach dem Plant zum Auto, zwingt die Gegner auch zurück. Also das holt wirklich nochmal gut Zeit raus, bestimmt 10 bis 12 Sekunden, wenn wir die Laufwege mit einberechnen. Ich glaube, dass von Greyhound hier auch schon die Entscheidung gefallen ist, dass man die Waffen saven wird. Kein Ausgleich, sondern es wird die 11. Runde für die Renegades geben. Und das war ein starker Move von den Renegades, bin ich ganz ehrlich. Einfach ohne Cross-Smoke rauszugehen und den Gabelstapler-Spieler zu überraschen, weil sie wissen, oder was, woher sollen sie es wissen? Es war der erste Versuch, den sie eigentlich richtig Richtung A gestartet haben. Aber wenn man weiß, dass die AWP häufig über Kurz anzielt, ist der Winkel zum Gabelstapler natürlich frei, auch ohne die Cross-Smoke. Und so kündigen sie sich nicht an, laufen raus, holen den Gabelstapler-Spieler und werfen die Cross-Smoke dann ein bisschen später. Haben sogar einen Versuch, die AWP direkt zu holen, wenn sie denn an Kurz stehen. Aber das ist ein Special meiner Meinung nach. Das kann man nicht die ganze Zeit spielen. Vielleicht kann man um diesen Move herum balancen, dass man jetzt eben mal sich mal ankündigt mit der Cross-Smoke. Das vielleicht auch nur als Fake nutzt, wäre wahrscheinlich eine gute Variante. Hier die Flash für die Mittelspieler. Aber, oh, der Molly, Jacob! Lässt sich da aber wirklich super viel Zeit. Und Malta macht zwei Frags mit dem Molotov.
Ich glaube, da kam, da ist nicht mal eine Smoke geworfen worden für den Boost. Die Renegades wollten einfach nur durchstarten durch den Molly. Und da sieht man dann eben auch, warum man das nicht macht. Malte hat sogar noch Damage gegen Lias gemacht. Der geht gegen Aircast down. Die Bombe liegt da jetzt vorm Türraum. JKS ist in der Mitte, der letzte Überlebende. So schlägt Greyhound Gaming also zurück, indem die Renegades einfach ins Feuer reinlaufen. Und das ist sogar noch eine Flawless Round für Greyhound Gaming geworden. Vielleicht auch die Überlegung der Renegades, dass das eine Eco von Greyhound hätte sein können. Aber selbst dann spielst du nicht so schnell. Und für diesen schnellen Boost-Move nutzt man normalerweise eine Smoke. Das hatte Greyhound auf jeden Fall probiert. Aber Satz mit X war wohl nix für die Renegades. Müssen direkt wieder eine Eco spielen. Dann sollte das jetzt eigentlich der Ausgleich für Greyhound Gaming sein. Greatest Faction in der Mitte. Ich glaube, sie nutzen die Zeit nochmal, um sich zu besprechen. Auch wenn man da Deagles hat. Die Wahrscheinlichkeit, die Runde zu gewinnen, ist eher gering. Und wenn man schon fast 2 Minuten hat, dann kann man die auch nutzen, um zu reden. Ja, frag mich nicht, was das am Boost war. Normalerweise hätte ich gesagt, dass Jakem einschätzen kann, wie viel Damage der Molly gegen ihn macht, aber da habe ich wohl falsch gedacht. Der Boost-Molly einfach auch ein super effektives Mittel für die CT-Seite, um die Mittelkontrolle wirklich gut zu bekommen, um nah an die Mitte ranzukommen, ohne dass der Boost einen überrascht. Und jetzt hat sich Greyhound die Main-Kontrolle geholt. Ja, Bombe ist in der Mitte raus, ist vom Schacht, das heißt, sie können es hier splitten, aber ein Spieler hinten in der Dusche. Kein Molotow dabei, das heißt, der Spieler kann sich da komplett austoben. Oh, da gibt's aber den Shot von Dick Stacy, die Bombe droppt in die Dusche und jetzt muss Dick Stacy Zeit rausholen. Er weiß natürlich, dass er geprefired wird, 18 Sekunden, ich denke, das reicht zeitlich. Da war noch ein Molly dabei, aber das ist keine Smoke, die Bombe wird gedroppt, wie geil war das denn bitte gespielt mit der Flash? So kommen sie noch zum Plant, das war so gut gemacht. Die Bombe gedroppt und vorher kurz die Flash geworfen. Sieht billig aus, aber es sorgt eben dafür, dass die Bombe auf den Spot durchkommt, dass der Plant kommt. Sie machen dann sogar noch einen Frag. 3 Kills in der Eco für die Renegades. Die Runde geht zwar an Greyhound Gaming, aber die Renegades können hier stolz sein auf das, was sie in dieser Runde erreicht haben. So, JKM, sieht so aus, als würde er seine Fingernägel checken. 11 zu 11, spannender Start in dieses Winner-Bracket-Finale hier auf Map Nummer 1, auf dem Map-Pick der Renegades. Die 3 ihrer 4 Timeouts verwendet haben. Also, das sieht nicht gut aus. Für JKM und Co. Aber bei weitem noch nicht verloren. Es wirkt eher so, als würde sich das Spiel in eine Overtime hochschaukeln. Utility-Level bei beiden Teams great. Also wirklich von allem fast das Maximum vorhanden. 5 Smokes, 4 Molotovs auf beiden Seiten. Ein bisschen mehr Flashes bei den Renegades. So, und Sterling nimmt jetzt diesmal einen anderen Off-Angle. Wird hier reingesmoked, spielt den Move und wird da überrascht. Oh Gott, er kriegt den Treffer noch. Jetzt der Türspieler hier, er muss noch irgendwie an der Smoke tanzen, bis er wieder ordentlich ins Duell kann. Hat er sehr geduldig abgewartet und dann wirft er die Smoke da noch so ein bisschen verrückter. Das Ding ist, er hat überlebt. Und das ist die Hauptsache. Damit bleibt er seinem Team erhalten und selbst mit 39 AP kann er AWP immer noch sehr viel Schaden machen. So, die Main Support Flash, jetzt ist Ezra gerade in die Mitte gekommen. Die Flash fliegt und JKS wird da
Oh, sie schnappen sich erstmal Dexter, der da wirklich ohne Deckung stand. Reload für Aircast. Ist dem Spray hier ganz gut ausgewichen. Was hat er bitte für ein Glück? Aber wird dann noch von JKS geholt, der ihn mit dem Jump gespottet hat. 4 gegen 2, die Renegades kommen hier mit Kleinstarbeit auf den A-Spot drauf. Und Dick Stacy und Malta entscheiden sich für das Waffen-Saven. 12. Runde für die Renegades jetzt 12 zu 11, der Spielstand insgesamt. Das Geld von Greyhound Gaming sieht immer noch gut genug aus, gerade mit den 2 gesaveten Waffen, um nächste Runde nochmal ordentlich kaufen zu können. Und die Renegades werden mal kurz durchatmen können, mal eine sichere Runde, 4 Spieler bekommen. Und das, obwohl sie den First Frag sehr unglücklich kassiert haben. Das zeigt nochmal, dass sie sich auch von solchen Aktionen erholen können. Greyhound Gaming hat uns noch keinen aggressiven B-Push gezeigt. Auch immer eine gute Möglichkeit, sehr aktiv Infos und Kills zu bekommen. Mitte-Kontrolle haben sie noch nicht so aggressiv gespielt, wie die Renegades das gemacht haben. Die Renegades sind jetzt aber nicht unbedingt über einen Split sehr gut auf den Spot gekommen. Das war mehr so ein Lurk-Play von Ezza, das seinen Einfluss hatte. Malta. Erstmal mit der Cross-Smoke weg. Jetzt kommt der Molly noch in seine Richtung. Er wollte den Molly löschen. Aber wenn man das Timing verpasst, dann lieber zurückziehen. Und jetzt gibt's den B-Go. Also erst A-Go, dann B-Go. Malta down. Das war die AWP. Dick Stacy auch gefallen. Und das kannst du eigentlich direkt wieder saven auf Seiten von Greyhound. Ich glaube, jetzt haben die Renegades den Schalter umgelegt. Den B-Go haben sie in der Manier auch noch nicht durchgezogen. Und jetzt haben sie auch genug Geldreserven, um hier Waffen jagen zu können. Ja, der Solo-Pick von Ezza. Wo gucke ich zuerst hin, wenn ich Mitte rausgehe auf Cash? Kann man auch eine Münze werfen. Jetzt geht aber der noch ein Spieler down. Und jetzt könnte das Geld von Greyhound wirklich, wirklich komplett kaputt sein. So, hat Aircast vielleicht überlegt, dass er da noch einen Ninja-Defuse macht. Nicht mit Lies. Der sitzt noch auf der Bombe. Aber ich denke, da ging es nur um einen Positionswechsel für Aircast. Er geht noch down. Und das Waffenjagen war es auch wert. 2 Runden Führung jetzt wieder für die Renegade. Sterling, der Einzige, der seine Waffe durchbringen konnte. Und ich denke, das führt jetzt zu einer Eco für Greyhound Gaming. Es ist die Eco. Ja, ich denke, sie boosten Sterling hier gleich über die Smoke. Aber das ist in der Mitte alles nur ein kleiner Fake. Jetzt ein schneller B-Go gegen eine Eco. Kann gefährlich sein. Kleiner Team-Damage da gegen Dick Stacy von Malta. So, und da kommt eben der Execute. Aber Dick Stacy sieht noch was. Sterling mit einem zweiten. Die AWP ist dabei. Sterling! Haut noch einen hinterher und es wird wohl der Eco-Sieg für Greyhound Gaming. Molotov noch auf Ezza, der muss sich da hart am Feuer entlang bewegen. Könnte gleich nochmal Damage kassieren. Schnappt sich erstmal Aircast. Die AWP ist da immer noch an der Headshot-Schräge. Wollte da gerade nicht pieken. Sie haben noch einen Spieler, der im Schachtgang unten steht, hinter der Dusche. Ich weiß nicht mal, ob Ezza den auf dem Schirm hat. Und die AWP erledigt den Job. 13 zu 12. Greyhound will hier nicht aufgeben. Das wird hier nochmal eine richtig enge Kiste. Greyhound spielt sich über eine Eco wieder zurück. Sterling hier mit starken Shots von der Headshot-Schräge. Aber alles fängt mit Dick Stacy an, der den Lümmel da einfach mal raushängen lässt und zeigt, wie lang er da stehen kann vorne an der Ecke. Geld jetzt für beide Teams recht niedrig. Die Reserve für Greyhound noch so gut, dass sie einmal nachkaufen könnten. Für die Renegades sieht das nicht so aus. Entscheidende Runde. Und Aircars hat hier ein Problem. Nur ein Kill in der Mitte. Der Trade ist nie das Ziel der CTs. Man möchte da immer mehr als einen Frag haben. Die Mitte-Kontrolle jetzt weg. Deswegen hat Dexter schon mal die Main-Kontrolle
mitgenommen. Leis an der Tür. Währenddessen zwei Spieler der Renegades Richtung Schachtgang. Passive B-Deckung von Gratis Faction. Vielleicht können sie da am Schacht ein bisschen faken. Sodass der Druck auf B immer größer wird. Aber Dexter hat ja mit der Main-Kontrolle eine Position, aus der er auch eine ganze Zeit lang alleine agieren kann. Jetzt geht's aber leise in die Main rein. Und sie müssen eigentlich die Umkleide checken. Da kommt erstmal der Jump. Der Eingang der Main wird noch angezielt. Dexter versucht es mit den Sidesteps. Da kommt die Support-Flash. Gutes Timing. Aber der letzte Schuss auf Jacob fehlt. Und jetzt muss man das Tempo natürlich anzielen. Sterling mollied erstmal den Gabelstapler. Sein Quickshot geht allerdings vorbei. JKS nur noch auf 15 HP. Ich nehme es zurück. Das war anscheinend sogar ein Fußhit. Sterlings Molotov noch mit dem Kill gegen Jacob. Und jetzt die 2 gegen 3 Retake-Situation für Greyhound. Allerdings ist Malta sehr früh leise gewesen. Das kostet viel Zeit. Sie haben beide den Defuse-Kit. Dick Stacy wartet hier weit hinten. Und die Position von Malta lässt vermuten, dass das entweder Ninja-Defuse-Play wird oder wirklich auf Exit-Frag im Türraum ist. Ich bin gespannt, wie sich die Renegades jetzt vom Spot entfernen. Tür nochmal zu. Er hätte es jetzt eigentlich versuchen können. Er hat die Smoke. Warum geht er da nicht auf den Ninja-Defuse? Schade, schade, das war die Gelegenheit, den Renegades eine Runde abzunehmen. Obwohl sie eigentlich gewonnen haben. Aber er bleibt passiv, er will die Waffe nicht riskieren. 14 zu 12. Reset gegen die gegen Greyhound Gaming. Und die Renegades sind am Drücker. Sie können ihre Map noch gewinnen. Es sind keine großen Fehler von Greyhound Gaming. Es sind Kleinigkeiten. Einzelne Aktionen, die über Sieg oder Niederlage der Runde entscheiden, meiner Meinung nach. So, und Grüße gehen natürlich auch raus an alle von Team Shinsky, die hier heute eingeschaltet haben. Ihr könnt ja mal ein bisschen Liebe im Chat da lassen mit Kopf Saint. So, Ezra in der Mitte. Es ist nochmal die Buy-Round für Greyhound Gaming geworden. Wenn sie die verlieren, sind sie komplett broke. Also sie setzen alles auf diese Karte. Aber für mich gab es da auch keine andere Möglichkeit. Sie hatten genug Geld, um zu kaufen, und dann macht man das auch. So, Sterling mit dem ersten in der Main. Da wird Erkas allerdings vom Boost weggeholt. Rechnen Sie jetzt bei dem späten Timing noch mit dem zweiten starker Treffer von Dexter. Hat nur ein bisschen Damage kassiert, kann jetzt gleich auf die AK upgraden. Aber nadet hier erst nochmal gut rein. Noch eine zweite Nade hinterher. Er bekommt den Kill gegen Jacob. Das haben die Jungs von Greyhound jetzt gebraucht. Den Dexter, der nochmal auftritt, der zwei Kills in der Mitte macht. Und damit bleibt der Fokus auf dem Spot natürlich groß. Die Renegades haben mit diesem Mitte-Fight nichts, aber auch gar nichts gewonnen. Und dazu sogar noch einen Spieler, der in der Mitte, der in der Main down gegangen ist. So. Dexter, ich dachte, er will da noch mehr Info. 34 Sekunden jetzt. Langsames Spiel der Renegades Richtung B. Und wenn ich mir das Geld der Renegades anschaue, wenn die nur 1400 Dollar dazu bekommen, dann werden sie wahrscheinlich noch einmal sparen müssen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Waffenrunde beim 14-14 wieder. Aber noch haben sie diese Runde nicht verloren. Sie haben Dick Stacy gut zurückgedrängt. Sie haben auch noch eine Smoke. Die Bombe ist durchgekommen. Die Bombe wird allerdings safe gelegt. Vielleicht kann Lies die Spieler über den Schachtgang gut aufhalten. Aber Ezra muss jetzt auf dem Spot überleben. Kriegt da noch Damage ab. Da ist sogar noch ein Molotov bei Dexter. Den nutzt er hier am Molly. Dadurch muss Lies weiter hinten stehen. Dexter ist gespottet, kann man Lies vielleicht jetzt flanken, da versucht man es mit dem Bank. Dexter wieder mit dem nächsten, Spraydown von Ezra, er macht den dritten, 1-on-1, 19 AP gegen die AWP, gegen Sterling. Er geht oben auf die Kiste, hat ihn angeschossen, geht noch weiter hoch und Ezra klatscht das 1-on-4. Wie krass war das gespielt von Ezra, das war absolut Weltklasse geaimt.
Vor allem der Flick auf Dexter hinterher. Die 15. Runde für die Renegades. Sie drehen das 2 gegen 4. Und Ezra sieht so aus, als würde er das einfach jeden Tag mehrmals machen. Unglaublich starkes 1-on-4 für den Veteranen der Renegades. Und hier nochmal in allen Facetten das Ding. Junge, Junge, Junge. Das war heftig. Und dann kassiert Ezra in der nächsten Runde direkt wieder durch die 5-7. Aber es gibt den Refrag gegen Aircast. Greatest Faction kommt hier auch weg, nachdem es den Main-Push gab. Die HE macht nochmal ein bisschen Schaden. Sterling hat die Main-Kontrolle. Trotzdem die Überzahlsituation für die Renegades. B ist inzwischen aber ausgeschlossen worden. Risikoplay jetzt an der Main. Malta nur mit der Scout, mit der AWP hätte den Kill gemacht. Aber sie wissen, dass da gerade nicht Richtung B aufgebaut wird. Und jetzt ist Sterling auch noch an der Main durch. Er könnte Lies hier einfach mitnehmen. Er schaut aber nicht in den Boost hoch. Das gibt's doch gar nicht. Er ist einfach hinten in der Main. Das ist genau der Move, den du in so einer Unterzahlsituation brauchst. Und Sterling hat die Info, schnappt sich den ersten, vielleicht ein bisschen früh geschossen. Jetzt ist Dick Stacy an A down gegangen, keiner mehr direkt auf dem Spot. Über das K wird Malta noch kommen. Der hat die Scout, aber die Spieler sind schon durch. Und er kann den Spieler am Gabelstapler nicht abfangen, weil die Smoke ihm da die Sicht nimmt. Hat ihn jetzt gesehen, JKM down, das gibt Sterling noch mal ein bisschen mehr Raum an der Main. Und das Timing ist super. Jetzt das 1-on-2, kann JKS das gleiche machen wie Ezra, klatschen. Und damit nicht nur sogar die Runde, sondern auch die erste Map holen. Hat er, war da gut drauf durch die Wand. Es ging da nur ums Pre-Fire. Guter Off-Angle, 2 HP noch und da ist die USP draußen. Der Kill passt und die Runde geht nochmal an Greyhound Gaming. 15 zu 13, hier ist gerade richtig Feuer drin. Greyhound gibt nicht auf, sie haben zeigen weiter Eier. Eben richtig starke Aktion vom Spieler mit dem Main-Push. In der Mitte einen Frag gemacht, zurückgegangen, verzögert über die Main gekommen. Da nochmal einen Kill geholt. Ganz, ganz krasse Runde hier von beiden Seiten. Die Renegades werden sich allerdings ärgern, dass sie es mit dieser Runde nicht beenden konnten. Und das Geld der Renegades könnte jetzt fatal niedrig sein. Es ist ein SMG bei, den sie hier spielen. Pistol Kevlar noch dazu, fatal niedrig. Da war ich meilenweit von der richtigen Analyse entfernt. Sterling zielt hier schon mal an, geht ein bisschen weiter vor, damit er den Molly dodgen kann. Da kommt nur eine Flash. Jetzt erst fliegt der Molly hin. Und mit dem Winkel rechnest du dann natürlich nicht als T. Zack, der erste sogar auf den Kopf. Dann sogar noch der Hit durch den Mate. Was? Ne, das war nur ein Fußhit, der da anscheinend reinging. Sterling jetzt also down, 4 gegen 4. Sie brechen das an B nochmal ab, bewegen sich jetzt zurück. Wenn sie das laut machen, hört der Schachtspieler allerdings die Rotation Richtung A. Greatest Faction. In der Mitte hat er noch JKM im Gepäck. Die AWP haben sie natürlich mitgenommen, wenn Greatest Faction die jetzt natürlich packen kann. Die Runde. Könnte man auch mit so einem Half-Buy das Spiel beenden. Aber natürlich immer noch saustarke Position vom Spieler im Schacht. Der kann in den Rücken fallen. Könnte theoretisch auch viel Information geben, wenn er sich traut zu peaken. 45 Sekunden jetzt. An der Tür steht Ezra. Der wartet wahrscheinlich erstmal auf den Druck aus der Mitte. Oder er macht selbst Druck, damit sie in der Mitte ein bisschen Platz bekommen. 35 Sekunden. Saven ist eigentlich keine Option für die Renegades. Und jetzt hat Aircast natürlich ein gutes Timing. Er hat gehört, wie die Granate Richtung Mitte geworfen wurde. Überlebt auch das Duell gegen JKM, allerdings gerade so mit 9 HP. Und die letzten beiden Spieler der Renegades, die werden jetzt versuchen, aus der Tür rauszulaufen, ihr Timing zu nutzen. Aber bevor da viel passiert, macht Dexter beide Frags. 15 zu 14. Wir gehen in die 30. Runde. Die Overtime steht kurz bevor. Wenn die Renegades die nächste Runde gewinnen, dann ist das Game allerdings beendet. Also jetzt nochmal durchatmen. Nochmal so viel Ruhe wie möglich reinbringen auf Seiten von Greyhound. Mit allem rechnen, was passieren kann. Und mal schauen, wie die Renegades diese Waffenrunde mit 5 AKs angehen werden. Ein Spieler Richtung Mitte. Sie teilen sich hier erstmal auf, auch einer vor B. Und sie spielen erstmal die Main-Kontrolle an. Die ist gerade gegen Greyhound auch sehr wichtig. Die sammeln immer viel Informationen auf der CT-Seite. Jetzt unterm Boost auch Malta aufgestellt. Es müsste Malta sein. Oder Aircast. Bin ich jetzt bescheuert? Malta hat die 8. Nee, der steht auf B. Also es ist Aircast, der da unten steht. Und
Aircast smoked die Mitte dann nochmal ab. Ezzard dürfte den Winkel gesehen haben. Also ist ihm klar, dass da einer offensiv in der Mitte steht. Das heißt, alle Rotationen über die Main müssen leise erfolgen, weil dieser offensive Mittelspieler eben Steps hören kann. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig für die Ts, dann schnell zu rotieren und gutes Timing zu erwischen. Deswegen wollen sie diesen Mittelspieler erstmal rausnehmen. Aber Erkas hat sich da schon in den Schacht zurückgezogen. 50 Sekunden und dann die Timing-Nate von der Whitebox Richtung Boost. Haut Greatest Faction und J-Cam auf knapp 50 HP. Jetzt der Frag von Aircast. Er kann auch hier oben drin stehen bleiben, bis der Molly kommt. Sie haben auf die Smoke von B gewartet, damit er seine Position wechseln kann. Sehr viel Fokus auf den B-Spot von Greyhound Gaming. Keine aggressiven Aktionen jetzt weiter. Dick Stacey hat hier eine offensive Position. Molly hier bei 27 Sekunden nochmal ab. Jetzt kommen sie gleich über den Schacht, wenn Dick Stacey dann noch einen weiteren bekommt. Er bekommt noch einen weiteren. Das ist eine gute Aktion jetzt. Der B-Spot ist an sich jetzt aber frei. Die CD-Smoke kommt. Aircast wollte da nicht nach vorne, kriegt vielleicht eine gute Support-Flash. Die passt, aber JK! JK ist war nicht blind. Der Molly auf den Spot. Die Bombe kann da nicht durch. Doch ist jetzt am Plant. Wird gelegt. 3 gegen 3. Kaum noch Utility bei Greyhound, zumindest keine Smokes mehr, die elementar wichtig sind für den Retake. Saven, keine Option für Greyhound Gaming, denn sie sind im Nachteil. Sie müssen die Runde gewinnen, damit es noch in die Overtime geht. Die Renegades mit der perfekten Ausgangslage. Diese letzte Flash muss jetzt gut genutzt werden. Ein Spieler kommt nun raus. Malta mit dem Frag auf Lies. JKS macht da den zweiten und jetzt haben wir das 1 gegen 1. JKS gegen die AWP und JKS dann mit dem One-Tap. 16 zu 14. Die Renegades gewinnen Map Nummer 1. Sind damit mit 1 zu 0 in Führung und nur noch einen Sieg von den Playoffs des Asia Minors entfernt. Es bleibt also weiter spannend. Und die nächste Map, die gespielt wird, ist Mirage. Wir machen eine kurze Pause, Leute. Und dann melden wir uns gleich wieder zurück zur zweiten Map. Bleibt auf jeden Fall dran.